Mein Name ist Maike Reckenwald. Ich bin hier auf Langeoog geboren. Ja, die größte Sorge ist ja tatsächlich wirklich, dass unsere Kinder dann hier auf der Insel keine Zukunft haben. Die Klage habe ich vor allem wegen dieses Hauses eingereicht. 1941 gab es eine große Flutwelle, die genau durch dieses Gebiet hier kam. Falls es eine neue Flutwelle geben sollte, wäre genau dieses Gebiet betroffen. Die Klimakrise spitzt sich zu. Weltweit ziehen immer mehr Betroffene vor Gerichte, um Regierungen und Unternehmen zu mehr Klimaschutz zu verpflichten. Was treibt diese Menschen an? Und worum geht es in ihren Klimaklagen genau? Was können sie damit erreichen und welche Schwierigkeiten stellen sich ihnen in den Weg? Und wie sieht die Arbeit von Germanwatch dazu aus? Antworten darauf bekommt ihr in unseren nächsten beiden Folgen. Darin sprechen wir mit zwei unserer KollegInnen, die schon seit mehreren Jahren verschiedene KlägerInnen bei ihren Vorhaben begleiten und sie auf dem Weg vor Gericht unterstützen. In vielen Gegenden gab es Überschwemmungen und wenn der See sehr groß ist, machen wir uns Sorgen. Ich verklage RWE wegen der Klimaschäden, die das Unternehmen verursacht hat. Also die EU verklagen wir, weil wir überhaupt keinen anderen Weg sehen, um irgendwas zu bewegen. Eigentlich redet die ganze Welt über Klimaveränderungen. Es steht jeden Tag was in der Zeitung und ändern tut sich gar nichts.